Hallihallo, moin, willkommen zurück hier from Zero to Hero auf der Mountain Hill. Ja, wir sitzen wieder mal im Fendt. Der ist schon wieder unterwegs zur nächsten Düngemission, weil die eine fertig ist. Die kassieren wir gleich mal. Und dann schauen wir mal. Wir haben zweimal Grubbern. Oh, Düngen 50.000. Die müssen wir da klar sofort annehmen. Große Missionen sind immer sehr, 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 sehr wichtig. Ja, dann gucken wir mal. Der ist noch unterwegs. Hier das Dreschen läuft. Ach, hier haben wir mal den ersten Wagen voll. Ah, hier fleißig am Ansehen. Das Ballenpressen geht auch langsam voran. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. So, was haben wir denn noch? Hier Wasser. Ja, der fährt Wasser zur Düngefabrik. Wir müssen aber... Warte mal, das machen wir jetzt mal. Wir müssen den mal umleiten. Du fährst mir jetzt mal runter zur BGA. Beziehungsweise zum Rübenschnitzler. Rübenschnitzler. Weil da haben wir das Problem, 6 Stunden nur noch Wasser und der darf auf keinen Fall stehen bleiben. Wir haben da eh schon einen riesen Stau wegen voller Kapazität. Hier, ja, das ist problematisch. Aber wenn die Nacht kommt, geht das ja dann wieder rucki zucki durch. Ich bin auch schon überlegen, ob ich da vielleicht fürs nächste Mal einfach mal die Kapazität von dem Teil ein bisschen hochschraube. Das kann man ja relativ einfach machen. Aber das wollte ich jetzt nicht während der Aufnahmesession machen. Da haben wir noch genug Zeit. So, wie weit bist du denn mit deinem Roggen? Du brauchst noch 23 Minuten. Das ist Feld 48. Das heißt, wir können aber den schon mal dahin schicken, würde ich sagen. 48, unsere Ballenpresse. Dann machen wir da nämlich geschwind die schönen Strohballen hier fertig. Ja, der muss wirklich bald tanken, aber das kannst du ja auch alleine machen. Also machen wir dabei das noch an. So, hier muss der Drescher abgetankt werden. Gucken wir mal, wie lange brauchst du? 2 Minuten. Da müssen wir dann eh kurz mithelfen, das Wasser da reinbringen. Dann sieht der Rübenschnitzler erstmal wieder ready to go aus. Und danach kann der dann ruhig die Düngerfabrik weiter befüllen. So, komm. Aber wir übernehmen mal das Kommando. Ja, sollte entladen werden, muss entladen werden, sollte aufgetankt werden, sollte aufgetankt werden. Ja, es ist aktuell nicht so, sieht nicht so gut aus da. Und wir hätten ja hier auch noch das Wurzelfruchtlager. Das habe ich hier noch gar nicht gelöscht, weißt du was? Da machen wir den hinteren, lassen wir zum Wurzelfruchtlager fahren. Hier unten. Habe ich gar nicht dran gedacht. BGA Wurzelfrucht abladen. Dann geht zumindest die
Ernte einigermaßen weiter. So, und wir versuchen uns jetzt da irgendwie hinter den anderen zu mogeln, damit wir da das Wasser abladen können. Und ich müsste, fällt mir jetzt gerade ein, wir müssen den Rübenschnitzler umprogrammieren. Der tut ja aktuell die Steine verkaufen, die kann er ja jetzt verteilen. In unsere Ding hoch. In die Kalkproduktion. Oh, Entschuldigung. Ach du, ja, guck mal, jetzt willst du wegfahren, oder was? Jetzt, wo wir uns dahin geschmuggelt haben. So, ja, lass uns das gleich mal machen. Das fällt mir gerade so ein. Steine werden verteilt. So, ach, guck mal, da fährt die Ballenpresse vorbei. Gucken wir mal, ob wir hier rankommen. Ja, der ist halt da in der Ecke nicht sehr gut platziert. Kein großes Geschiss verkaufen, ja, dann holen wir uns einen neuen Container, setzen den so, dass hier der Wassertrigger hier so außen ist, so. So geht das nicht. So kann ich den nicht beladen. Oder lässt der sich wirklich nur von oben beladen? Na gut, dann schicken wir den einfach nochmal zum Viehhof hoch und lassen da Wasser holen. Ist ja egal. So. Aber für die Zukunft haben wir es halt ein bisschen einfacher. Ja, guck mal, die beiden sind jetzt wieder da. Das ist sehr gut. Dann könnten wir doch den... wo ist er denn? Den kleinen Bührer. Den hier als Zuckerrübenfahrer nehmen. Und dann fährst du mir vom BGA Wurzelfrucht aufladen zum Rübenschnitzler mit Rüben. Und das so oft wie es geht. Ja, guck mal, hier ist wieder einer angekommen. So, Kurs raus, neuer Kurs rein und Abflug. So, den müssen wir aber erst einmal hier auf die Seite stellen, weil der dann klar mit dem Ballenpressen erst anfangen darf, wenn wir fertig sind. So. Fährst tanken. Okay, ja. Hast du dir bedient. Ja, das läuft sehr gut. So, was ist mit dem Fahrer von XL? Das ist doch der Rübenernter. Was ist mit dem Rübenernter? Rübenernter?
Aber tanken. Okay, mach das, mach das. Hast du dir verdient ein Schlückchen? Aber jetzt wird der hier nicht rauskommen, oder? Weil da genau der er fährt vorne rum vorbei. Okay, aber er wird da nachher nicht reinkommen. Das heißt, wir müssen den mal hier aufs Feld stellen. So. Oh, der sammelt hier brav seine Bällchen wieder ein. Hier wird Wasser angeliefert. Und mal gucken, kommt er um die Ecke, aber es sieht gut aus. So, der ist unterwegs. Den können wir ausmachen. So, wie war das? Einer der wichtigsten ist er da und der ist im vorletzten Vorgewende. Das heißt, das schaffen wir locker in diesem Monat. Was wir uns dann auf jeden Fall noch besorgen müssen, ist eigentlich eine Spritzkombi. Da müssen wir mal überlegen. Was wir da holen. Ob es irgendwie sowas in der Art und Weise ist. Eine Anhängespritze. Weil das ist wirklich die einzige. Ja, wir brauchen ja diese Unkrautbekämpfung mit Spot Spraying, das brauchen wir. Und dann kostet das Ding hier, ach, man sieht das so schlecht. 91.000. Wenn wir es noch auf voller Breite machen, das haben wir 28 Meter, das ist halt auch gar nichts. Ich glaube, da muss ich nochmal gucken. Es gibt ja diese Spot Sprayer-Geschichten auch als Modpack. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt hier nicht mit drin habe. Das brauchen wir auf jeden Fall. Aber das brauchen wir auch erst im nächsten Monat. Und das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Das heißt, ich kann das wirklich in der nächsten Folge machen. Und er fährt schon wieder hier ins Wasser. Oh. Ich komme hier nicht mal raus. Hilfe! Oh. Ist hier das Feld? Ich habe keine Ahnung. Doch. Aber der. Oh, der Ruder ist schon wieder da. Das war dann aber schnell. Und da hinten steht der zweite im Ding drin. Ach, das gibt's doch nicht. Jungs, was macht ihr? Ich sollte vielleicht, ich muss mal gucken. Es gibt auch eine aktualisierte Curseplay-Version. Die hätte ich mir vielleicht mal noch besorgen sollen. Aber das machen wir dann auch in der nächsten Session. Da habe ich jetzt keine Zeit und Lust dazu, das jetzt hier während der Aufnahme zu machen. Oder während der Aufnahmesession. Du fährst schon wieder da. Nein, nein. Wollte gerade sagen, wehe. So, du müsstest jetzt eigentlich weitermachen hier. Hallo? Hallo? Kollege? Wolltest du nicht? Er hat immerhin, Cursplay ist an, also gehen wir mal von aus, dass er das schafft. So, hier, unser Nachfüllmeister ist da. So, aber warte, jetzt lass uns mal ganz kurz hier das Schild noch wegmachen.
So, wir haben hier ja. Hier eigentlich auch ein Schild? Ja, oder? Nee. Was haben wir denn hier drin? Wir haben noch ein paar Kartoffeln drin und halt Zuckerrüben. Oh, dann macht der jetzt da den Zuteilerverkehr, Zubringerverkehr. So, ist der Ropa? Ah ja, der Ropa ist unterwegs. Das ist schon mal gut. So, du hast noch 3 Ballen hier. Das ist wenig. Ich glaube, wir müssen den mal ein bisschen stehen lassen. Ja, und dann mach du mal hier ein bisschen Action hier, Kollege. Damit wir hier mal vorankommen. Wasserfass. Ja, ich übernehme dich. Ich übernehme dich. Oder mal gucken, ob der hier eventuell auch das Wasser abladen würde. Vermutlich nicht. Aber dann übernehmen wir das mal schnell. Ich weiß gar nicht, wie viel Wasser passt da rein. Ja, das würde schon reichen, was wir hier drin haben. Gucken wir mal, wie gut das Ding hier gemoddet ist. Ja, geht nicht, also ist es gut gemacht. So, da müssen wir nämlich hier an den Triggerpunkt ranfahren. So, was mich jetzt mal interessieren würde, wir haben ja gerade Steine verteilt, immerhin 1900 Steine. Wie viel verbraucht der denn? Da müssen wir mal kurz rechnen. Wir haben 21,84 Zyklen mal 28 Steine, sind 61.000. Das wären in der Stunde 2.500. Ja, schaffen wir nicht ganz. Aber immerhin schon mal etwas. So, guck mal, der ist leer. Das heißt, der Kollege fährt jetzt wieder zur Düngefabrik Wasser. Chaka, los geht's. So, der ist gleich fertig hier mit dem Walzen. Das ist auch gut. Hier wird Diesel gekarrt ohne Ende. So, das läuft hier wieder. Aber wieso hat der da oben was vergessen? Das verstehe ich nicht. Lass uns mal in den Roder springen. Und uns mal den Kurs angucken. Er macht hier unten Stopp, aber der hat auch da oben Streifen vergessen. Da müssen wir da nachher nochmal hinfahren. Aber nicht mehr heute. Das werden wir dann, denke ich mal, morgen erledigen können, wenn alles klappt. Dann würde ich sagen, guckt gerne rein. Dann werden wir nämlich vermutlich ein bisschen Rübenroder selbst fahren. Auch mal wieder schön. Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Also bis dahin, macht es gut, ihr Lieben, und tschüss.